Okay, wie versprochen, wir machen sofort weiter. Und schau mal, was hier in Eishöhle Teil 2 noch alles passiert. Also ich kann mir denken, was passiert. Wir werden öfter mal sterben. Das ist ja auch mal eine Herausforderung, ne? Versuchen nicht zu sterben. Aber das ist etwas, was ich nicht schaffen werde. Aua. Aua. Und aua. Ja, und ist der Kröterich, der schießt wahrscheinlich voll auf. Au, 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 au. Ich muss runter. Aua, ich will doch nur. Wenn man die Kugel loslassen, also loslässt, dann hat das immer eine Verzögerung von so 2-3 Sekunden. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Dass Uri die Kugel nicht einfach fallen lässt. Dass man sofort weitermachen kann. Also runterfällt dann. Steht da jetzt eigentlich wieder so ein schwacher Gegner in dem Sinne. Naja, beschwere ich mich nicht. Das ist Eisvieh. Okay. Das heißt, hier müssen wir gut abtimen, wenn wir springen. Ich habe Angst, wo muss ich denn hin? Kann ich irgendwie hochgucken? Nein. Spring ich jetzt auf gut Glück da hoch? Ja, gut Glück. Klappt ja immer so gut. Aber wir leben noch. Ich speichere direkt hier. Mann, Mann, Mann. Ah nein! Ach doch. Ah nein, ach doch. Ah ja. Diese Emotionen hier. Und Ori, flieg! Flieg! Huhu. Und nach unten. Nein. So rum, ne? Ach, ganz normal. Oh, was ist das? Ist das. Ach, so ein Rundlaser. Okay, ein Halbrundlaser. Ich will da gar nicht runter. Oh Gott. Das ist kein sicherer Bereich hier. Ja, das sehe ich auch so. Verdammt. Nein, Timing ist alles. Oh. Verdammt, ey. Verdammte Axt. Okay, ich warte bis jetzt. Und ich dachte, er trifft mich da nicht. Dass ich schon mal so in Stellung gehen kann, quasi. So, dann warte ich jetzt, bis der Laser darüber fliegt. So, dann jetzt schnell runter. Nein, schnell runter. Oh, schnell war das nicht. Okay, jetzt warte ich hier. Hier trifft er mich aber nicht. Okay. Schnell um die Ecke rum. Aber wie muss ich das denn jetzt timen? So, und da habe ich. Habe ich da eine Sekunde Zeit zum Rüberspringen? Oder hier? Wenn an der Stelle ist. Wenn an der Stelle ist, springe ich rüber. Ja, das mache ich. Komm, 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 komm. Geronimo! Wo bin ich? Okay. Komm mit Kugel. Ah! Schnell das Fragment hier mitnehmen. Ach nee, es sind ja gar nicht diese Fragmente, es sind die Schlüssel, ne? Und speichern. Kommt auch schon direkt der nächste Laser. Warte mal, der schießt von da. Das heißt, hier kann ich sicher stehen erstmal, ne? Na. Warte mal, da geht's nach rechts und runter. Ich will aber da oben. Es gibt nochmal Erfahrung. Zurück. Komme ich so schnell überhaupt zurück? Muss ich das überhaupt? Ich habe einen Dreifachsprung. Die Kugel folgt uns ja. Das heißt.
So geht's auch. Und jetzt rechts die Tür öffnen. Ah, wir sind weitergekommen. Na, Spinni, hast du dir so gedacht? Hast du dir so gedacht? Hast du dir gedacht? Plansch. Kaputt. Speichern. Und die Tür öffnen. Juhu. Wir kommen weiter. Bald haben wir es geschafft, Ori. Noch eine Eishöhle und danach die Lavahöhle und dann... Oh. Wer bist du denn? Hallo? Es lebt anscheinend noch einer, der nicht eingefroren ist. Bei dem gehen wir doch mal Hallo sagen. Schmeiß jetzt die Kugel da rein. Ich meine natürlich sie. Das sieht doch... Ach so. Ist das jetzt gut oder schlecht für uns? Dieser Schrein muss alles angetrieben haben, was sie gebaut haben. Sieh ihn dir jetzt an. Sieh, was er getan hat. Was hat er denn getan? Oh nein, der ist ja ganz alleine und ist traurig. Die ganzen Freunde sind eingefroren. Oh Mann. Aber ich glaube, wir können ihm helfen. Wir werden ihm helfen. Der tut mir leid, der arme Gummon. Oder Gummo. Gummon? Heißt das, wir brauchen jetzt keine Angst mehr hier vor irgendwelchen Feuerstellen haben? Wahrscheinlich nicht. Da ist noch einer eingefroren. Ich frage mich, ob Gummo von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben, dass wir noch leben, während sie von uns gegangen sind. Sind die von uns gegangen? Sind die tot? Ich dachte, man kann die wieder aufwecken und dann... Wann machen die mit? Das sieht aber ganz schön brutal aus hier. Ich weiß gar nicht, wann ich da springen soll. Ich weiß nicht, ob das richtig war, ob das so sein musste, aber... Ich gehe da jetzt hoch, ich guck, was da oben ist. Gummos, ich werde euch helfen. Auch wenn es noch einer ist. Ich höre dem Sein mal zu. Das Element des Windes liegt vor uns. Es wird im Herz dieses Ortes aufbewahrt. Komm, Gummo. Ich helfe dir. Diese Ruinen sind alles, was von den Gummon übrig ist. Sie erinnert uns an ihr Schicksal. Gummo hat jene verloren, die er liebte. Daher ist er der Letzte seiner Art. Ebenso wie du. Ori, wir müssen das Licht zurückbringen. Für Nibel und die Erinnerung an die Gummon müssen wir das Element des Windes wiederherstellen. Und das machen wir. Das möchte ich auch. Da bin ich heiß drauf. Aber ich dachte, es gibt mehrere Gummons. Das Video ist ein bisschen traurig, dass es auch nur einen gibt. Ich würde auch gerne mal wissen, was ich bin. Also nicht ich, sondern Ori. Bewegt von ihren Worten beschloss er zu handeln. Halt den Luftengel um Kurs. Ah, was? Au! Oh mein Gott, wie soll ich denn so schnell ausweichen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Au, 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 oh mein... Ach, ich kann bremsen, ne? Oder auch nicht. Au. Boah, diese... Kommt denn direkt hier wieder so eine... Ah! Flucht. Au! Meine Herren. Boah, das ist ja die richtige Stelle hier. Für mich. Aber ich liebe diese Musik. Die ist richtig, richtig schön. Aber wie
wie komme ich denn jetzt hier weiter? Boah. Au! Wo muss ich denn dann noch hin? Links nicht, nach rechts nicht. Kurz hier konzentrieren. Okay, das verstehe ich ja schon mal, dass man hier zum Schluss mit die Feder loslässt, um hochzukommen. Scheint ja auch einigermaßen zu klappen. Aber ich hätte echt gerne meine kleine Verschnaufpause. So zwischendurch. Einfach nur, um sich mal kurz zu sammeln. Kann ich jetzt hier hoch? Au, wo muss ich denn? Kann es sein, dass ich einfach nur warten muss, bis sich das da alles löst. Au. Oh nein, 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 nein. Seid tapfer. Alles stürzt hier ein. Und jetzt? Ach! Da wurde ein Weg freigemacht. Ach, da muss ich gar nicht hin. Nein! Au, ah! Au, ah, ah! Boah, gib mir doch mal eine Pause! Ich kann in diesem Bereich nicht speichern. Gut. Hier, Kuros Nest. Oh, ein Ei. Aber Koro ist ja anscheinend böse, ne? Was machen wir denn jetzt mit dem Ei? Können wir das gut machen? Können wir das vernichten? Essen wir das auf? Machen wir uns ein Spiegelei? Oh, dann Rührei. Rührei mit Bacon. Also es hat ja orange-rote Augen, das heißt, es ist böse. Aber die kleinen Babys sahen jetzt nicht so böse aus. Vielleicht können wir die ja irgendwie noch gut machen. Weil er kümmert sich ja nur um seine Kinder. Ja, auch an dieser Stelle muss man sagen, die Grafik von dem Spiel ist echt cool. Ich finde das richtig, richtig wunderschön gemacht. Oh nein. Ori hatte erfahren, wie sie durch unser Licht umgekommen waren. Und die ganze Zeit beschützte sie lediglich ihr letztes Kind. Kann man nachvollziehen. Das heißt, sie ist an sich gar nicht böse, sondern einfach nur... Ja, böse schon, sauer, verzweifelt, aber nicht auf Ori. Ich meine, er kann ja auch nichts, oder sie kann auch nichts dafür. Aua. Platsch.
Ich habe Angst. Ach so. Sie hält jetzt quasi Ausschau nach uns, ne? Spinny, schieß. Ah, jetzt verstehe ich die Passage hier auch. Kriege ich da den Weg überhaupt? Ah. Jetzt kann ich auch nicht speichern, ne? Oh Gott, wie komme ich denn? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Geh weg. Boah, du meine Güte. Hier muss ich irgendwie wieder. Nein. Komm. Ja, roll runter vielleicht. Ich bin hier unten. Brauche ich das Rollding? Wahrscheinlich, ne? Nee. Oder doch? Wie kriege ich den denn rüber? Ach, der zählt als... Ach nee, das erfahre ich jetzt erst. Oh Gott, bin ich doof. Der zählt als Geschoss. Wohin? Das ist ein ganz schön weiter Weg. Kann ich unten diesen Baum stammen? Ah! Ah. Meine Herren. Und jetzt rennen wir ganz schnell. Ah. Boah. Nochmal so entkommen, würde ich sagen. Dieses Mal sind wir ihren Clown so gerade noch entkommen. Jetzt ist es klar, warum sie uns jagt. Kuro will nur ihr Kind beschützen. Quasi ihr letztes Kind. Also, es gibt den letzten Gummo, es gibt mich als letztes und ein letztes Kuro-Baby. Alles das Letzte. Vergiss aber nicht, Ori, das Element der Wärme muss noch als letztes entzündet werden. Der Sonnenstein, den wir suchen, findet sich hoch oben am Trauerpass. Wir müssen auf dem Wind reiten, denn er wird uns den Weg weisen. Das ist die Stelle, wo er wahrscheinlich nicht weiterkam, ne? Wo der Vogel da oben saß. Oder? Erzähl ich jetzt hier gerade totalen Quatsch. Da hoch irgendwie so. Ja. Okay. Puh. Also wieder eine Stelle, die uns ein bisschen Nerven gekostet hat. Aber es ging diesmal. Da fand ich die, die Wasserstelle da am Baum fand ich ein bisschen schlimmer. Da war man noch mehr unter Druck. Ach. Guck mal, ich kann einfach hochfliegen. Höp. Na, und bei denen weiß ich jetzt, dass ich die wegschießen kann. Jetzt sind hier überall so offene Stellen, ne? Und jetzt kann ich den mitnehmen. Ja, jetzt weiß ich auch, wie das hier klappt. Komm her, du. Komm, Rolle. Komm, Roll, 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 Roll. Ja, sehr brav. Was gab's denn hier eigentlich? Also, habe ich eins? Oh, ich habe sogar ein Kartensteinfragment. Ach, jetzt bin ich da rechts gar nicht rumgegangen. Guck mal. Und da komme ich jetzt auch nicht mehr so schnell hin. Naja. Wird wohl nichts Wichtiges gewesen sein. Hoffe ich. Weiter nach oben. Hier gab es lange keine Fähigkeitenzellen und nichts mehr. Ne? Die haben wir alle zwischendurch nochmal eingesammelt. Die alten. Fast alle. Aua. Und ich dachte, die würden irgendwie...
Ach, ich bin so blöd. Jetzt habe ich den kaputt gemacht, ne? Ah, nee. Ich kann da hoch. Ich sehe das hier gerade. Und oben links ist auch wieder was. Vielleicht können wir das jetzt zerstören. Da will ich doch glatt mal gucken. Aua. Was tut es? Ah. Den Hebel hochmachen. Ja, ob ich das kaputt kriege, weiß ich immer noch nicht. Hat da jemand eine Idee? Kann ich irgendwas mitnehmen? Dieses... Au, au, au. Irgendwas, was Sinn machen würde, mitzunehmen? Ich will das öffnen, aber es muss doch irgendeinen Weg geben. Da kann doch keine Energiezelle sein und ich kann die nicht aufmachen. Was ist denn das? Ja, gut, jetzt haben wir Level up, aber... Ich weiß nicht, wie ich das Tor aufkriege. Hm. Ich habe keine Idee. Vielleicht kriegen wir noch eine allerletzte Fähigkeit. Eine fehlt uns ja, glaube ich, noch. Ja. Vielleicht ist die der Schlüssel zum Sieg. Ja. So, wir fliegen kurz hoch und dann machen wir eine Pause. Aber nur fliegen ist schöner. Wie hoch fliegen wir denn? Ziemlich hoch. Bis zur... Oh, ist das Erfahrung oder eine Energie? Erfahrung ist das, okay. Keine Energiezelle. Bis zur Unendlichkeit. Noch viel weiter. Ich fühle mich verfolgt von komischen Vögeln. Nein, falsche Richtung. So, die nehmen wir mit. Zack, Fähigkeitenzelle. Einmal kurz speichern. Nach oben gehen. Und sobald wir oben sind... Was ist das? Au, au. Ah, die ekligen Kröten. Ah, Trauerpass passt zu dem, was ich hier spiele. Ich suche eigentlich... Kann ich hier mal irgendwo stoppen? Alles klar. Spiel gespeichert. Und wir machen beim nächsten Mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Ciao, ciao.